Dann herzlich willkommen zum neuen OMSI Let's Bau Tutorial auf dem Kanal von Captain Capslock Crew. Unser Stand war der, dass wir ein bisschen Landschaft, ein paar Straßen, Laternen, Radwege und ja, das war es eigentlich schon erstmal. Worauf ich heute zu sprechen kommen möchte, sind zum einen Haltestellen. Das wird uns aber nicht lange beschäftigen, deswegen hänge ich daran noch ein bisschen Landschaftsgestaltung mit dran. Was dann als nächstes im Teil 6 habe ich mir jetzt schon so eingeplant, das wurde auch nachgefragt, was jetzt eigentlich hier bei dem Teil hier in Lichtenbräu, ich sehe mal Google Earth eigentlich zwar nicht so ganz so gut, aber hier sind eigentlich keine wirklichen Erhebungen mit drin. Trotzdem möchte ich auf das Thema Landschaftsgestaltung im Bereich Berge und so zu sprechen kommen, weil da gibt es bei OMSI einen ja, sehr, sehr schönen Aspekt. Schön. Nicht. Und ja, das ist ein Teil 6. Wir hatten gesagt, wir kümmern uns um die Haltestellen. Da wäre es natürlich erstmal cool zu wissen, wo stehen denn überhaupt Haltestellen? Und wer wüsste natürlich besser als Street View? Na, haben wir doch gleich richtig geraten. Hier ist eine Haltestelle. Wir haben jetzt natürlich nicht gerade die, das Düsseldorfer Modell hier. Aber es ist ja nun egal, ob Düsseldorfer Modell oder Berliner Modell. Das sollte eigentlich klar sein. Also, das ist dann hier. Da suchen wir uns bei German Street Side, BVG. Ja, jetzt gibt es tausende Haltestellenschilder. Ich habe keine Ahnung, welches man nehmen sollte. Wir probieren einfach mal durch. Nee. Ja, so. Das sieht schon mal gar nicht mal so doof aus. Ah, das ist das Richtige. Das hier oben war anscheinend, das hier ist eine. Also ich würde jetzt grob vom Zeichen an der Haltestelle, würde ich ja sagen, polnische Version. Für Stettin oder sowas. Also, hier gibt es dann zum Beispiel noch das so. Ja, hier gibt es verschiedene Timetables dran. Das ist natürlich schön am Überblenden, diese nicht hochauflösende Textur. Man kann ja hier mal wieder die, muss ich sagen, oh, typisch OMSI, man kann Pixel zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ne? So. Aber das ist ein anderes Thema. Wir wollten schauen, wie viele Timetables. Viele. Na, dann machen wir einfach 4 dran. So, und das steht einfach hier so rum. Nein, nicht H, wir drücken G. Drehen das Ganze oder klicken auf To Spline, je nachdem was einem gerade beliebt. Drehen das um 180 Grad und ganz wichtig, nicht vergessen, 0,25 hoch auf der Z-Achse verschieben, damit das auf dem Gehweg steht und nicht im Gehweg steht. So. Jetzt kommt was, was wir noch, glaube ich, noch gar nicht hatten. Jetzt klickt man nämlich hier drauf und gehen rechts auf Beschriftung. Und da haben wir Beschriftung 0. Das ist natürlich ganz klasse. Soll aber eigentlich heißen,
dass da Haltestellenname rein soll. Der Haltestellenname ist. Neulichtenbräuch kann ich jetzt so grob drauf erkennen, ist ja auch eigentlich egal. So, jetzt haben wir hier Neulichtenbräuch eingegeben. Das passt gerade so drauf. Jetzt können wir natürlich noch sagen, ja, das hat zum Beispiel Neulichtenbräuch. Ja, so. Jetzt sieht man, dass man nichts sieht, denn jetzt steht nur noch U-Lichtenbräuch-SC. Ja, und da gibt es natürlich auch was ganz Cooles. Man kann nämlich, steht auch ja oben, ein Add-Zeichen einfügen. Dran. Und wer nicht weiß, wie ein Add-Zeichen geht, bitte, es ist Alt, Groß und Q. Ja, es soll Leute geben, die das nicht wissen. So, und dann haben wir Neulichtenbräuch-Schnarzenweg. Mir fallen noch immer blöde Sachen nur ein. So, wir möchten das aber nicht, wir machen, lassen es so. Und damit wäre eine Haltestelle noch nicht fertig. Aber dazu kommen wir dann gleich. Ich will erstmal weiter diese tollen Haltestellen-Plates-Dings da setzen. Wo steht denn das Ding in die Gegenrichtung? Hier nicht. Dann wahrscheinlich hinter der Ampel. Nö. Lass mich raten. Hier vorne. Okay, gut. Ja, so. Also hier. Ja, es heißt wirklich Neulichtenbräuch mit Bindestrich übrigens. Das können wir noch ändern. So. Dann haben wir. Können wir auf Neu klicken oder doch nicht? Das ist nämlich doof, wenn wir jetzt auf Neu klicken. Also haben wir. Das Nameplate. Nee, hat noch seine vier Nameplates. So, also. So, und attach, nein, böse. Attach to spline wollte ich. Nur auch schauen, wo steht das jetzt ungefähr? Direkt neben der Laterne. Okay, gut. So. Das heißt natürlich wieder neue Lichtenbräuch. Die Prozedur kennen wir ja. So. Jetzt haben wir noch ein Haltestellenhäuschen. Da machen wir mal Trick 17 mit Selbstüberlistung. So, jetzt hier Gangster-Trick. Wir nehmen uns einen neuen Spline. Dazu sollte man natürlich in den Spline-Ordner gehen und nicht hier irgendwie psychopathisch auf dem Bildschirm starren. Und am besten im Ordner Marcel. Der müsste sein. Geh da weg, geht da weg. So. Du bist doof. Leute. Kann jetzt echt nicht sein hier. Ah je, Herr je, Herr je. Jetzt haben wir per Gangstertrick das einfach hier ein Stückchen nach oben gesetzt. Das sieht aber keiner dann später. Und somit ist der Clipping-Fehler weg. Das sieht doof aus. Das auch. So, ja, nicht. Belassen wir es dabei. Und wir wollten jetzt das
Haltestelle ein Häuschen draufsetzen. Das heißt am Busstop hat Dings da Bumster. So. Jetzt können wir eigentlich auch wieder tuspleien. Wie man mir gerade gesehen hat, ist das erstmal verschwunden. Hatte ich ja schon mal gesagt. Jetzt haben wir einen Busstopphut da rein. Aha, Hut. Hat Hut. Bla bla bla. Nein, also einfach Haltestellenhaus. Kann man wieder beschriften. Das hieß Neulichtenburg. Ich frage mich irgendwie gerade, wie das jetzt zweizeilig aussehen soll. Geben wir einfach mal zweizeilig ein. Also, wer es wissen will, zweizeilig geht bei dem Haltestellenhäuschen nicht, obwohl es hier oben noch mit drin steht. Aber es steht wahrscheinlich bei jedem drin. Das ist eine allgemeine Annahme. So, jetzt haben wir hier nämlich draufstehen Neulichtenbräuch. Ansonsten sind diese Felder nämlich weiß und das würde doof aussehen. Grob gesagt. So, gehen wir mal auf die Traffic Rules. Jetzt haben wir hier so ein paar Leute rumlaufen. Das soll natürlich nicht so sein. Das heißt, wir tun auf No Unscheduled Traffic. Ne, erst markieren. Ne, andersrum. Quark, das war doof. Also, markieren ist draufklicken und demarkieren ist Shift draufklicken. Also gehen wir jetzt auf No Unscheduled Traffic und klicken da drauf. Und jetzt sollte, das ist immer so, was ist, ein Glücksspiel, aber eigentlich sollte es so sein, dass jetzt kein Fußgänger mehr durchs Haltestellenhäuschen läuft. Ja, das dann dazu. Gibt es hier noch irgendwo Haltestellen? Weiß jemand was? Nee, schade. Ich könnte mir so. Was willst du? Ich könnte mir so hier. Dann wohl doch keine Haltestelle vorstellen. Dann eben nicht. Da war halt schnell. Nee, da wird es noch nicht so zeitig wieder eine geben. Okay, dann kommen wir jetzt zum nächsten Teil der Haltestelle. Und zwar so ein ganz toller Würfel. By the way, wir können das mal speichern. Speichern ist wichtig. Also, wir brauchen so einen tollen Würfel. Da gehen wir auf Utilities. Stop natürlich. Ein bisschen Englisch sollte ich ja noch können. Nicht. Jetzt müssen wir schauen. Man hat ja hier Direction of Street, das heißt, in welche Richtung der Bus dann anhalten wird. Natürlich sollte die Fahrtrichtung in Richtung der Pfeile da sein. Oder auch andersrum, die Pfeile in Richtung der Fahrtrichtung. So. Dann haben wir den hier ganz klasse platziert und gehen auf Optionen. Name. Das heißt Neulichtenbräuch. Den Namen habe ich schon so oft eingegeben. Dann können wir eingeben. Einsteigende Fahrgäste Max. 7 zu, sagen wir mal 1. Also einer sollte da mindestens eine Dock-Distance von 10 und aussteigende Fahrgäste, da sollen 2 aussteigen. Boah. So. Das gleiche machen wir dann natürlich hier. Die Würfel sollte man immer ungefähr in Höhe der Haltestellenschilder hinstellen. Das ist natürlich dann am sinnvollsten. So, da wir das ja mit To Spline an die Straße anpassen,
ist es logischerweise so, dass er schon in der richtigen Richtung steht, beziehungsweise nur um 180 Grad gedreht werden muss. Hier auch wieder Einstellsache, neue Lichter. Brauche ich einsteigende Fahrgäste in die Richtung, sagen wir es mal wenig. Aussteigende Fahrgäste 5. Dock Distance 20. Die Dock Distance ist dazu da, dass, weiß ich nicht, wie bei Doppelhaltestellen, dass dann zum Beispiel, wenn die Dock Distance 50 ist, könnten dann viele Busse hintereinander stehen. Ist aber auch in dem Falle wichtig, zum Beispiel, OMSI at its finest. Machen wir mal eine Annahme. Machen wir das einfach mal so. Das geht schief, grob gesagt. Was heißt das auf Deutsch? Ich weiß nicht, es gibt manche Maps, da staunt man nicht schlecht. Man sitzt in seinem Bus, hält an der rechten Haltestelle hier, macht die Türen auf und auf einmal kommen von links über die Straße die Fahrgäste an der gegenüberliegenden oder in der anderen Fahrtrichtung liegenden Haltestelle durch den Fahrerplatz gelaufen. Man ist auf einmal nicht mehr ganz so alleine in seinem Kabuff. Aber es sieht total scheiße aus, wenn Fahrgäste durch den Bus laufen. Besonders die, die in die andere Richtung Fahrgäste wollen. Keine Ahnung, was die geraucht haben. Aber auf jeden Fall sinnlos. Und somit wäre es immer ratsam, die Würfel bei einem 8 Meter breiten Straßenstück nicht unbedingt gegenüber hinzustellen. Das ist ja das Lustige, das haben die beim M&R, als sie das Spiel veröffentlicht haben, konnten die das ja nicht feststellen, weil auf keiner der Maps so eine Situation ist. Die meisten sind ja dann ein bisschen weiter auseinander. Zum Beispiel hast du da ein 11 Meter breites Straßenstück. Da tritt das nicht auf, da kann man das machen, aber bei einem 8 Meter breiten oder kleiner, hoffnungsloser Fall, hoffnungsloser Fall. So, jetzt haben wir das auch gemacht. Und jetzt wollten wir uns ein Stückchen weiter der Landschaftsgestaltung widmen. Ich finde ja, dass es jetzt hier schon mal nicht schlecht aussieht. Man kann ja aber noch ein paar Details hinzufügen. Man hat dieses komische Gebilde hier. Das steht da. Und da müsste es so ziemlich auch was geben. Jetzt sieht's aber ein bisschen mau aus. Also von Kamas, der hat so ein Toilettenhäuschen gebaut. Jetzt ist natürlich die Frage, wo? Man könnte ja mal Gangster-Trick machen. Hat er hier Karmas Objects? Oha, oha, schrotten wir alles? Ach du Scheiße. Also,
Ich hatte ja schon auf Load All geklickt, das heißt, es müsste ja schon irgendwo drum oxidieren, aber bei der Unübersichtlichkeit kann es ja voll vergessen. Oh, jetzt haben wir es. Also ist unter Buildings Industrial PC. Hätte ich nie gefunden. Ja, also. Das könnte man nämlich hier hinsetzen. Das sieht nämlich ganz gut aus. Das passt da auch hin. Was könnte man noch so alles machen? Dann sieht man hier noch so ein paar Büsche. Oh, kloppen wir erstmal gegen. Die hier noch so rumstehen, oxidieren, wie man es auch immer nennen mag. Oh, man sollte vielleicht mehr draufbleiben. So, das ist nur mal auch, dass man zum Beispiel auf Details achtet. Ich weiß nicht, vielleicht findet man ja noch eine Stelle hier, wo Mülltonnen stehen oder allgemein eine Stelle, wo normal, was heißt, normale Mülltonnen stehen. Solche, die man ja, was heißt, kennt. Nicht solche großen, sondern kleinere. Ach, niemals. Egal. Ja, dann hatte ich mir schon angeschaut, man könnte sich ja mit diesem Part hier beschäftigen. Hier zwischen den beiden Einmündungen. Das wäre ja dann dieses Stückchen hier. Was kann man da machen? Was jetzt natürlich doof ist, ich frage mich gerade ernsthaft, wo das Hintergrundbild hin ist. Einfach so weg. Kann nicht sein. Was ist denn das für ein What? Zum Glück hatten wir schon mal die Häuser gesetzt, somit weiß ich, wo ich das hinstellen muss. So sollte es dann ungefähr aussehen. Jetzt haben wir es wieder. So ein Käsekuchen. Wer hat das denn gelöscht? Naja. Z minus 0,1. Nee, auch doof. So, hier markieren wir das Ganze wieder. So, jetzt haben wir hier unsere Einfamilienhäuser und unsere Hecken. Einfamilienhäuser, da weiß man ja schon ziemlich gleich, da kann man auf. Dauert, 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 dauert. Residential Small Row, da gibt es nur eins. Und zwar das. Da könnte man eigentlich sagen, man fügt das hier hinzu. Oder doch nicht, man macht das Ganze anders. Anders ist immer gut. Okay, bin doch noch nicht ganz blöd, obwohl ich so aussehe. Nein. So macht man es am einfachsten. Weil einfach. So, ne? Einfach ist immer sehr, sehr gut.
So haben wir hier zwei Häuser. Reihen. So. Nein, die will ich nicht markieren. Speichern. Und zwar können wir dann noch mit dem Gangster-Trick sagen, wir haben ja hier Arbors. Wir sagen jetzt einfach, wir haben jetzt hier so einen Hinterhof als, sagen wir es mal, Kleingarten. Haben ja manche so zum Beispiel so eine Hütte im Hinterhof stehen oder, ach, hast du nicht gesehen. Man kann sich da viel einfallen lassen. Deswegen pflanzen wir den jetzt einfach hier. Wieso muss ja nicht perfekt sein. Wir haben nämlich noch einen weiteren Trumpf in petto. Ihr seid doch alle doof. Doof, sagte ich. So. Jetzt passt das. Das ist ja so eine Hecke hier vorne. Habt ihr ja bestimmt schon auf Google Street View gesehen. Ich will es nicht schon mal einblenden. Muss ja Zeit sparen. Zeit ist Geld. Ich spare nichts. Das heißt, wir können jetzt hier wieder unsere stylische Hecke einfach so da hinstellen. So. Was gibt's da noch dazu? Müssen wir mal schauen. Weil so im Groben wäre er jetzt schon fertig. Ist aber so, dass da die Hecke eigentlich noch ein bisschen höher sein könnte. Naja, machen wir es anders. Sagte ich bereits Gangster-Trick? Nee, das wird nicht. Aber zumindest sieht es schon mal ein bisschen besser aus als vorher. Weil eigentlich ist die Hecke ja hier ein Stückchen höher. Aber das macht erstmal nichts. Wir machen jetzt noch hier ein paar. Was gibt's denn hier noch so? Bäumchen, kleine Bäumchen. Was sind wir hier? Tree Medium, Tree Small. Machen wir einfach mal. Random hier ein paar Bäume hin. Den nicht. So. Das passt. Dann, was gibt's hier noch so? Hier gibt's Baumreihen. Und Hecken. Baumreihen und Hecken, das sind, was sind das eigentlich für Bäume? Sind das ganz große oder mittlere? Ne, das sind mittlere nur. Ist das so eine?
Nee, die sind noch weiter ausgespart. Nein, das ist auch nicht. Ja, wo bist du? Hier. So einer ist es. Genau, das machen wir dann. Kurz und schmerzlos. Hier weiter. Dann haben wir hier noch. Naja, so. Das passt alles nicht ganz von der Drehung her. Oh, nee, das war falsch. Hier die falsche Taste gedrückt. Jetzt hört es aber auf N, wollte ich drücken. Dann könnte man eigentlich noch sagen, da gibt es nämlich noch so was Heckenähnliches. Das ist so. Was ist denn dann hier? Machen wir es uns ein. Ach, hier so eine Straßeneinmündung, die ich dann nicht mit dargestellt habe. Das ist ja eigentlich nicht relevant, von daher. Ja, und so. Machen wir es uns einfach. Jetzt haben wir so einen Baum hier, der das nicht ganz so gut. So, jetzt setzen wir den einfach bei minus 5. Dann können wir ganz einfach da nicht durchschauen. Das ist natürlich wieder was ganz Geniales. Das finde ich eine ganz, ganz coole Idee. Man kann nämlich einfach so Bäume im Boden versenken und die sehen dann so mehr oder weniger aus wie Büsche. Also nicht nur mehr oder weniger, sondern die sehen aus wie Büsche. Und das ist wirklich ganz, ganz cool, finde ich. Das versenken wir noch mal kurz. Ganz weg, so ziemlich. Und zwar können wir ja kurz noch das anpassen, damit es nicht ganz so stümperhaft aussieht. Naja, egal. Jetzt gibt es ja noch Terrainbemalung. Das sollte ja recht schnell gehen. Und zwar Gewig. Was ich zu meiner Freude natürlich wieder etwas bescheiden umsetzen lässt, aber naja. Verdammt. Große Freude nicht. Oder, ach, jetzt irgendwo doof. Machen wir es wieder anders. Nehmen wir einfach diesen Spline. Alles andere sieht einfach doof aus. Ah, das stimmt dann wohl nicht ganz, so wie ich es mir gedacht habe.
Und dann sieht das Ganze so aus. Oh, mein Gott. Jetzt aber. Kurz Feinabstimmung. Ja, es ist wichtig, dann diesen Spline etwas weiter unter den Gehweg zu legen, weil ansonsten könnte man böserweise da drunter gucken. Jetzt könnte natürlich wieder jemand kommen. Ja, wieso tust du nicht den Spline auf Höhe 2,5? 0,25. Kann ich euch kurz beweisen? Wie? Also hier, das sieht. Das heißt, du hast die halbe Tür mit ab, also so quasi die halbe Tür mit abgehackt durch den Gehweg und das sieht einfach doof aus. Deswegen lassen wir das so. Jetzt natürlich wieder der Fakt, wir gehen in die Traffic Rules und sagen No Unscheduled Traffic. Ja, da können wir doch so sagen. Ah, schön. Nicht ganz. Nicht ganz. Also, Kommando zurück. Noch nichts zu Ende hier. Es ist immer ganz cool, solche ganz kleinen Details, die es coolerweise hier in OMSI gibt. Finde ich schön, dass hier auch an Details gedacht wurde. Nämlich bei German Street Side Miscellaneous gibt es zum Beispiel diese Bottle Bank. Ja, man sollte natürlich auch die Random Zeug da rausnehmen. Erst dann könnte es was werden. Das ist die erste Bottle Bank, die zweite Bottle Bank in Green. Green, Green, Green. Ist es, man kann natürlich nochmal schauen, in welche Richtung die stehen. Natürlich braun, grün, weiß. Also verschieben wir das Ganze hier rüber. Und erstellen uns eine neue, die weiß ist. Und tun natürlich dann das Terrain weiter einfärben. Sollte ja logisch sein. Zack. Und was haben wir noch? Wir haben noch so ein Trafo. Wir haben noch einen Trafo. Transformator hat. So, das passt doch. Joa. Haben wir noch ein paar Details mit eingearbeitet. Ist so ein bisschen blöd, dass es hier direkt am Gehweg steht. Schön ist anders, aber ja, es soll nur verdeutlichen, zu jedem Wohngebiet gehört solche, meistens sehen die es jetzt für neuer aus, aber egal, solche Container. Mann. Und das heißt, man könnte sich eigentlich irgendwo in jedem Wohngebiet, was man auf einer Omsi-Map platziert, sagen, da ist jetzt so ein Fleck, da stelle ich jetzt so ein, diese drei Glascontainer hin und diesen Transformatorkasten, der ist auch immer wichtig. Und das schafft dann immer so ein paar Details, die wirklich schön aussehen. Weil die Objekte in OMSI sehen zur Abwechslung mal schön aus. Weil mir gefällt hier nicht, also wirklich nicht jedes Objekt, was hier gebaut wurde, auch bei den Standardobjekten. Nun gut, wie dem auch sei. Speichern. Ist wichtig, ja, mal ist wieder ein bisschen was geschafft hier. Wie gesagt, nächster Teil geht dann um Berg und Tal und so. Und wieder ein bisschen Landschaftsgestaltung, weil das hält uns bestimmt nicht so lange auf mit dem Berg und Tal. Was natürlich jetzt wieder ganz wichtig ist.
Wir müssen ein Backup machen. Hier haben wir unsere Lichtenbräuch-Map, wir haben unseren Backup-Ordner und wir geben ein Lichtenbräuch, klicken auf F, drücken auf F2, das ist umbenennen, was man nicht noch alles lernen kann. Sagt Folge 5 und schon haben wir wieder ein Backup, falls ich die nächste Aufnahme wieder versauen sollte. Ach ja, nur kurz was zur Info. Habe ich schon bei YouTube geschrieben. Ich habe jetzt eine neue Soundkarte. Yay, bin 70 € losgeworden. Und ja, das Coole daran ist, was mir aber erst auch später aufgefallen ist, es hat mit der Aufnahme an sich gar nichts viel am Hut, weil mein Logitech G35, was ich als Headset habe, das, ja, das hat eine eigene Soundkarte. Und ist unabhängig, also was jetzt eigentlich eine Soundkarte, aber irgendwie sowas. Und das ist unabhängig von der Soundkarte, die ich mir neu eingebaut habe. Naja, Seller wie 70 € Flöten. Aber ich habe dafür jetzt bessere Soundqualität. Ich würde es jedem empfehlen. Muss natürlich nicht gleich 70 € sein, die für 50 € bringen es auch übrigens. Aber was man hat, das hat man. Mit denen aber sei, bis zur nächsten Folge. Was dann sicherlich erstmal nicht OMSI-Tutorial sein wird. Ich werde es aber irgendwo noch ein bisschen dazwischen schieben können mit dem OMSI-Tutorial. Hauptsächlich werden es erstmal wieder MSTS, BS2012 soll auch wieder ein bisschen mehr eine Rolle spielen. Und nicht zuletzt Cities in Motion, was mir einen Heidenspaß bereitet im Moment. Yay! Yeah. Nun denn, ciao, ciao.